Ich stehe jetzt hier unter unserer größten Showtreppe aller Zeiten. Auf dieser Showtreppe startet in wenigen Sekunden unsere große Eurovision-Show mit HP Kerkeling, mit Howard Carpendale, mit Beatrice Egli, mit Pur, mit Giovanni Zarella, mit Roland Kaiser, mit Andy Borg, mit Ramon Roselli, mit Matthias Reim und vielen, vielen weiteren Stars. Das große Schlagerjubiläum. Jetzt! Silbereisen gratuliert. Das große Schlagerjubiläum. Natürlich präsentiert von Florian Silbereisen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Schön, dass Sie zu Hause mit dabei sind. Ich freue mich sehr. Ja, 2020 ist das Jahr der ganz großen Schlagerjubiläen. Wir feiern die ganz großen Schlagerjubiläen natürlich mit den ganz großen Stars. Von Howard Carpendale bis HP Kerkeling. Wir feiern die ganz großen Schlagerjubiläen natürlich auch mit den ganz großen Hits. Von Santa Maria bis Verdammt, ich lieb dich. Und wir feiern die ganz großen Schlagerjubiläen mit der ganz großen Showtreppe und mit der Frau, die die ganz große Showtreppe perfekt beherrscht. Mit Beatrice Egli. Wow! Mamma mia! Beatrice, schön, dass du bei uns bist. Vielen Dank. Also du weißt, auf der ganz großen Showtreppe, da kann eine Menge passieren. Und heute Abend wird hier eine Menge passieren. Deshalb wirst du uns heute auch ein bisschen unterstützen. Darauf freue ich mich sehr. Und man muss ja sagen, wir beide sind bisher eigentlich immer ja, einigermaßen sicher die Showtreppe heruntergekommen, du, oder? Auf jeden Fall, Florian. Bei mir, naja, was soll ich sagen? Ich habe ja auch das Talent, die nicht gut runterzukommen oder fast zu fliegen auch. Ja. Aber ja, ich habe es heute geschafft. Ich hatte echt so ein bisschen... Ich kann nur sagen, es sah fantastisch aus. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich aufgeregt war wegen der Showtreppe oder wegen dir. Das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Aber wir die Aufregung im Laufe darf des auch Abends groß sein. Ich meine, wir feiern die Jubiläen, oder? Wir feiern, ja. Und deshalb wollte ich fragen, also bist du bereit für das große Schlagerjubiläum? Ich bin sowas von bereit. Ich kann es kaum erwarten. Ich meine, es wird gigantisch. Dann lass uns loslegen. Dann starten wir jetzt das große Schlagerjubiläum mit unserem Jubiläum Nummer 1. Und zwar einem Jubiläum aus Österreich. Ja, der Mann mit der weißen Mütze. Genau der hat von Österreich aus vor 20 Jahren zum ersten Mal die Charts erobert. Herzlichen Glückwunsch, DJ Ötzi! Mein lieber Freund. Also heute werde ich dir keine Fragen stellen, Gary, sondern unsere Zuschauer werden die Fragen stellen. Sie konnten uns nämlich über www.feste.tv Fragen zuschicken. Und es haben uns viele erreicht. Und unser Feste-TV-Team hat die spannendsten, die originellsten und witzigsten Fragen ausgewählt. Und das Ganze unter der Leitung von Beatrice Egli. Oh. Madame. Beatrice, welche Fragen hast du denn ausgewählt? Ja, also Sie haben ausgewählt. Und ich finde, richtig coole Frage. Nervt dich deine Mütze manchmal? Oha. Nein, überhaupt nicht. Für mich ist meine Mütze
Also ich bin jetzt nicht nur behütet, sondern es steckt wirklich weitaus mehr unter dieser Mütze, was man sich so denkt. Lieber behütet Gary. Ist wirklich ein schönes Wort. Bitte? Du bist behütet, behütet. Das habe ich mir vorher noch nie überlegt. Und er behütet uns immer, er ist immer fürsorglich, ja, also was da alles drinsteckt. Gary, hier fragt jemand, würdest du denn mit Florian in den Urlaub fahren und wenn ja, wohin? Ja, schwierig, aber wenn ihr jetzt mir gerade so auf die Schnelle was denken könntet, dann wäre es vielleicht eine Radeltour durch Österreich oder so. Ja, von Salzburg nach Wien, okay, bei der Donau vorbei. Wenn wir uns auf ein E-Bike einigen könnten, dann bin ich gerne dabei. Okay, wir können ein E-Bike nehmen, obwohl es geht eigentlich total flach dahin. Ja, okay, also, ja, dann. Aber egal. Wir schauen mal. Also, ich würde mich sehr freuen. Also, ausgemacht, also ja, da bin ich dabei. Lieber Gary, schön, dass du bei uns bist und ich freue mich, was wir heute im Laufe des Abends noch so alles erfahren werden. Aber ich würde vorschlagen, jetzt feiern wir erstmal gemeinsam unser nächstes Jubiläum. Vor 30 Jahren begann nämlich die Karriere einer Sängerin bei einem Gesangswettbewerb. Und obwohl sie damals ihre Noten vergessen hatte, konnte sie mit ihrer außergewöhnlichen Stimme die Jury begeistern. Seit mittlerweile 3 Jahrzehnten erfindet sie sich quasi immer wieder neu und seit mittlerweile 3 Jahrzehnten überrascht sie uns alle immer wieder. Vielleicht auch heute. Herzlich willkommen, Michelle! Du sagst, man sieht sich immer zweimal. Bei uns ist es sehr dreimal. Wie in einem Film, der nicht aufhören will. Wir zwei sind immer großes Drama. Doch genau das ist unser Karma. Wir sind von allem viel zu viel. Plötzlich du am Telefon, du sagst, bin in der Stadt. Dann komm doch raus auf einen Drink. Mal schauen, was die Nacht mit uns macht.
Herzlichen Glückwunsch zum 30-jährigen Jubiläum. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch, vielen Michelle. Dankeschön. Auf die nächsten 30 Jahre. Liebe Michelle, natürlich haben unsere Zuschauer auch viele Fragen an dich zugeschickt. Oh ja. Beatrice, leg sehr gleich mal los. Was haben wir? Die wollen wissen, schlafen deine Hunde in deinem Bett? Süße Frage, ja. Also ich habe zwei Hunde, die Nackte schläft bei mir im Bett, mein Nackthund. Die Nackte. Und die Große, das ist ein Bernardiner, die ist jetzt 6 Monate alt, die schläft neben meinem Bett, hat aber auch schon eine ganz große Riesenmatratze. Wenn okay. die jetzt auch noch im Bett schlafen würde, dann hätte ich den Nackten im Bett, meine Tochter im Bett, ich natürlich auch noch und den Riesenhund. Ich glaube, dann kann ich da unten auf der Matratze schlafen wahrscheinlich. Hier fragt jemand, wurdest du schon mal geblitzt? Ich werde jedes Mal, wenn ich mein Auto nur anmache, geblitzt. Ich habe das Gefühl, jeder Blitzer verfolgt mich. Ganz egal, wo ich bin, auch wenn ich den Tempomat reinmache, ja. trotzdem werde ich geblitzt. Also ich glaube, dass die alle falsch eingestellt sind irgendwie. Stimmt. Aber das Tolle daran ist... Ja, ja, die sind alle falsch eingestellt, alle natürlich. Das Tolle daran ist, ich bin ja nur 1,56 hier ja. und ich habe ein relativ großes Auto. Aha. Und die Blitzer kommen eigentlich bei mir gar nie an, weil das Foto ist immer nur so, die Stirn sieht man und den Rest einfach gar nicht. Und das ist natürlich toll, weil so muss ich keine Blitzer bezahlen. Also wünschen wir dir weiterhin immer viel Erfolg und den Tempomat, dann kann man auch noch anders machen und dann wird es ja, noch vielleicht besser. Muss ich das ja anders einstellen. Ja. Jetzt würde ich sagen, feiern wir gemeinsam ein bisschen Geburtstag, einen oh, ja. runden oh, ja. Geburtstag und wir feiern jetzt einfach ein bisschen vor. Wir blicken nämlich zurück auf 60 Jahre mit einer wirklich märchenhaften Karriere und einer märchenhaften Liebesgeschichte. Ja, und ein Märchen beginnt immer mit dem Satz, es war einmal. Genau. Und deshalb heißt logischerweise sein neuer Song auch, ein Märchen beginnt mit Es war einmal. Andy Borg! Mandelbraune Augen und Blumen in der Hand. So stieg sie aus dem kleinen Boot, am Strand. Ein Kleid aus weißen Blüten, zwei Orchideen im Haar. Ein Mund so rot wie Feuer, ein Märchen wurde wahr. Ein Märchen beginnt mit Sie war ein Engel auf Erden, wie schön sie war. Ein Märchen beginnt mit Es war einmal. Mein Herz stand in Flammen, als ich sie sah. Sie hatte Augen wie Perlen, so hell und klar wie die Sterne. Wir hatten keine andere Wahl, auch unser Märchen begann mit Es war einmal. Sie lag in meinen Armen, es könnte nicht schöner sein. Ihr schwarzes Haar, es weht im Wind, im hellen Mondenschein. Wir tanzen unter Sternen, tausend Träume lang. Wir liebten uns im warmen Sand, bis der Morgen kam. Ein Märchen beginnt mit Es war einmal. Sie war ein Engel. Beginnt mit Es war einmal.
Herzlich willkommen, Andi. Ja, servus. Sag mal, wie wirst du deinen runden Geburtstag feiern? Gar nicht. Oder so wie die anderen alle. Ich lasse mir gratulieren, okay. Geschenke bringen, vor der Tür abgeben. In diesen Zeiten muss man ja nicht einmal aufmachen. Weißt du, einfach draußen hinstellen, Gegensprechanlage. Ja, alles klar, danke, stell ab. Nein, nein. Es wird anders sein, dadurch, dass man nicht zusammen sein darf oder kann oder kommt. Meine Eltern in Wien und so, alle weit verstreut und man weiß nicht, heute noch nicht, wie das übermorgen ein Risikogebiet ist. Also mit dem Feiern habe ich es nicht so. Mir ist wichtig, dass wenn wir uns mal treffen, dass wir uns dann eine schöne Zeit machen. Ich habe nicht so das mit dem Silvester und gute Vorsätze und so, einfach weil ich aus Erfahrung weiß, dass ich mich nicht dran halte. Ja, meistens ist es so. Aber jetzt dürfen wir natürlich noch ein bisschen mehr von dir erfahren, denn unsere Zuschauerinnen und Zuschauer haben Fragen geschickt. Ja. Beatrice, okay. Du hast ja mit unserem Team ein paar ausgewählt. Ja, was hast du vorbereitet? Ja, die Beziehungsfragen sind ja immer die spannendsten. Wie schaffst du es, deine Frau auf die Palme zu bringen? Oha. Ich bin einfach dann so, wie ich bin. Aber du bist doch so ein Lieber. Naja, wenn ich unterwegs bin, ja. Aber zu Hause, frag sie mal. Also wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, und wir sind ja unter uns, ja. Meine Unpünktlichkeit ist, bei uns ist umgekehrt. Normal sagt man ja, die Frauen, bis die fertig sind und so. Ich bin halt dann... Sie sagt, geh ins Studio, mach das Fenster zu. Ich gehe ins Studio und denke, was soll ich machen? Und dann setze ich am Klavier und nach einer halben Stunde kommt sie wutentbrannt. Oder umgekehrt, wenn ich Musik mache und sie sagt, du weißt, in einer Dreiviertelstunde essen wir, Dreiviertelstunde, weiß jede Frau zu Hause, es gibt Schweinebraten. Nach einer Dreiviertelstunde bin ich natürlich nicht da. Das bringt sie schon auf die Palme. Okay. Deswegen sperre ich das Studio auch immer zu. Dann erschließt sich die nächste Frage. Bist du denn eine Naschkatze? Nein. Was? Wenn, dann ein Naschhund. Ich wollte das sagen. Mit dir teile ich doch Wiener. Immer Schokolade. Wir haben die Süße erfunden. Also, ja, eben, gell? Ja, doch. Gehört dazu. Andi, ich habe jetzt auch noch eine Frage. Weshalb bist du eigentlich so ein großer Fan von Marie Reim? Ich sehe mich da ein bisschen drinnen. Mhm. Die hat nichts anderes als Musik im Kopf, im Herzen und in der Seele und möchte so gern. Und diese Chance hat sie jetzt, dank der Schlagerchance. Und weißt du, da sehe ich das wieder wie, und deswegen, herrlich. Ja, du sprichst es schon an. Mit deiner Unterstützung als Pate hat sie nämlich letzte Woche die diesjährige Schlagerchance in Leipzig gewonnen. Marie Reim! Marie! Herzlichen Glückwunsch, Marie Reim! Ja, sie ist mal das kleine Mädchen und mal die junge Frau. Und sie bleibt natürlich ein Leben lang die Tochter von Michelle und Matthias Reim. Die Siegerin der Schlagerchance 2020, Marie Reim. Du dachtest dir zu unserem ersten Date, komm ich alleine. Doch meine Freundin hatte heute nichts vor und steht jetzt hier an meiner Seite. Es trifft dich hart, ich seh's dir an, denn damit hast du nicht gerechnet. Nicht gerechnet. Mega süß, du machst auf cool, doch das gelingt dir echt nicht.
Marie Reim. Liebe Marie, deine Mutter ist Schlagersängerin, dein Vater ist Schlagersänger. Kam für dich eigentlich jemals ein anderer Beruf als Schlagersängerin in Frage? Nein. Also ich muss sagen, das überhaupt machen zu dürfen, das war immer mein größter Traum. Und ich meine, ich bin ja gerade noch ganz am Anfang und ich hoffe, dass da noch eine ganze Menge kommt. Aber das ist tatsächlich mein Traum, von Anfang bis Ende im vollen Umfang. Sehr schön. Ja, und letzte Woche lief es ja schon mal sehr, sehr gut. Andi hat dich ja unterstützt als Pate bei der Schlagerchance. Andi, möchtest du vielleicht Marie noch einen Rat mit auf ihre Reise geben? Nein. Wir haben es ja gesehen bei der Schlagerchance. Ja. Sie kann alles, sie hat alle Voraussetzungen, wirklich großer Star zu werden. Mein Tipp wäre in ganz andere Richtung, nämlich in dich rein. Genieße es einfach. Und wenn du mal fertig bist mit dem Auftritt und bist wie und atmest so wie ich immer, dann denk, was hat mein Onkel Pate Andi gesagt, ich soll es genießen. Und dann stehst du wieder auf und dann siehst du diese glücklichen Gesichter, das macht dich dann auch glücklich. Das nehme ich mir zu Herzen. Danke. Also ich kann dir auch nur noch einen Rat mit auf die Reise geben. Lern rechtzeitig tanzen, damit du auf der Bühne immer eine gute Figur machst. Erschreckende Beispiele sind Andi und ich. Wir haben zu spät angefangen. Versagt. Und das sieht man bis heute. Aber vielleicht lernen wir es heute, Andi. Heute ist ja ein schöner Samstagabend. Morgen ist Sonntag. Was gehört zu dem perfekten Sonntag dazu? Ausschlafen. Also gutes Frühstück. Ja. Und entspannen. Nachdem man aus dem Bett draußen ist, glaube ich, ist das genau richtig. Ich glaube, dass wir morgen, wir kommen nicht aus dem Bett raus mit dem Muskelkater. Ja, bei uns. Jedenfalls. Hallo Florian. Einen wunderschönen guten Abend. Servus. Ach, ihr Lieben, ihr seid jetzt mittlerweile seit 4 Monaten verheiratet. Ja. Vertragt ihr euch denn immer noch? Ja, immer noch. Also immer besser eigentlich. Immer besser? Ja. Ja. Was möchtest du sonst noch so? Nö, ich denke mal, das ist jetzt die offizielle Variante. Aha. Aber ihr wisst ja Bescheid. In unseren Festeshows gibt es den ultimativen Paartest. Mhm. Ja. Nämlich getrennt voneinander befragt. Da schauen wir mal rein. Also ich sag mal, Stefans Ordnungssinn, der ist tatsächlich noch etwas ausgeprägter geworden seit der Hochzeit. Oh. Ja, ich bin schon so Ordnungsfriemel. Insbesondere in unserem Wohnmobil. Das muss schon immer schnucki-schnucki sein. Da sieht man wirklich jeden Krümel. Schuhe ausziehen, reingehen, 2-mal am Tag muss gewischt werden, es muss einfach staubgesaugt werden. Und ich bin eher so, ja, ich verschiebe gerne auch mal was auf den nächsten Tag. Ehrlich? Okay. Und vor allem beim Thema Haare. Haare auf dem Boden. Also wenn ich mich dann kämme, bürste, ja, dann muss ich auch direkt danach saugen, ne? Na gut, dass Haare fliegen, ist so. Aber dann bin ich schon wieder mit meinem Akkustaubsauger hinterher. Genau eine Sekunde später. Sturer Bayer. Also manchmal ist er ein ganz, ganz kleiner Sturkopf. Aber ein süßer. Koffer pack ich. Eindeutig Stefan. Also meine, ne? Aber er sagt dann schon, hast du denn alles dabei? Ich kontrolliere das auch mittlerweile, weil das geht ja auch irgendwann mal, ja, jetzt teuer. Wenn man dann halt mal was zu Hause vergessen hat. Ah, oh, jetzt habe ich das vergessen. Schatz, dann muss ich schnell nochmal in die Stadt. Dann hat man Grund, auch mal schnell shoppen zu gehen. Also da falle ich nicht mehr drauf ein. Also er hat quasi meine Masche schon durchschaut. Seitdem pack ich mit den Koffer. Dann muss ich mir jetzt was Neues überlegen. Eindeutig entscheidet über den Fernseher und Fernbedienungsmacht meine liebe Frau. Nee. Eindeutig. Schlussendlich gucken wir dann das eigentlich, was Stefan vorhatte zu gucken. Nicht. Und das sind dann meistens diese Gladiatorenfilme. Gladiatorenfilme? Nee, schauen wir eigentlich gar nicht. Gladiatorenfilme. Ich würde ganz oft auch mal so eine richtige Liebesschnulze gucken. Oh. Die schaue ich dann, wenn sie schläft. Ich singe allgemein sehr viel. Unter der Dusche singt bei uns gar keiner. Ich. Ich schaue nicht und höre nicht zu, wenn sie duscht. Ja, dann soll er mal gut die Lauscher spitzen. Dann werde ich da mal zuhören. Ja, singen macht ja sowieso glücklich. Also Anna singt den ganzen Tag. Teilweise zum Leidwesen von Stefan, ja. Aufstehen, singen. Aber er sagt dann auch nicht, dass es ihn nervt. Das tut mir gut, das tut ihr gut. Alles, was gut tut, tut gut. Alles, was gut tut, tut gut. Sie singen schon wieder. Ne? Wir sind schon romantisch. Und der Stefan hat die Romantik
erfunden. Da hat sie sowas von recht. Aber so auf den Punkt. Ein unfassbarer Romantiker. Anna macht sich Kerzchen an, macht am Fernseher an, im Wohnmobil oder auch zu Hause und ich baue halt mein Bügelbrett auf. Ne? Das ist eine Geschichte für sich. Das muss flutschen und es muss leicht gehen, auch Hemden bügeln und so. Stefan bügelt ja auch Handtücher. Das ist sowas Schönes. Ich kann es irgendwie nicht. Nee. Also wenn es da irgendwo jemand gibt, der einen Bügelkurs anbietet. Kann sie bei mir machen. Oh je, nee, ich glaube, da braucht man jemanden Neutralen, der mir das zeigt. Also wenn man wirklich auf engstem Raum zusammen wohnt, ist auch mal eine Reibung da. Aber Reibung ist Wärme und Wärme ist gut für die Liebe. Boah, habe ich das jetzt nicht schön gesagt? Das ist mir jetzt gerade so eingefallen. Unfassbar. Sehr schön. Also, was du für heimliche Qualitäten da unfassbar, den Mann legst. Ne? Also, Anna zündet sich die Kerze an und ich das Bügelbrett. Liebe Zuschauer zu Hause, also so ist es ungefähr ab und zu, nicht immer. Aber man merkt schon, ihr versteht euch nach wie vor blendend und das freut uns natürlich. Und diese kleinen Gegensätze, ich glaube, die ziehen sich tatsächlich an. Ist es, genau. Also, wir wünschen euch auch weiterhin alles, alles Gute. Schön, dass ihr heute mit uns hier das große Schlagerjubiläum feiert. Dankeschön. Und ihr wisst, wir feiern heute natürlich auch das große Schlagerjubiläum von Matthias Reim. Ja. Und aus diesem Anlass heraus ist heute auch die komplette singende Reim-Family zu uns gekommen. Natürlich auch der Sohn von Matthias Reim. Herzlich willkommen, Julian Reim. Juhu! Oh, ich mach die schöne Welt, wenn jetzt der Vorhang fällt, lass ich los und spiel verrückt. Schritt für Schritt geht's der Sonne entgegen und ich lass die Dunkelheit zurück. Und es ist wie Magie, denn ich spür die Euphorie, wenn ich tanz, wie ich bin. Es ist wie Zauberei und ich fühl mich wieder frei, denn ich tanz, wie ich will. Ich war verloren und wusste es nicht, doch jetzt im Sonnenlicht scheint alles doch so klar. Viel zu lang war ich mit mir gefangen, doch ich bin endlich wieder da. Und es ist wie Magie, denn ich spür die Euphorie, wenn ich tanz, wie ich bin. Es ist wie Zauberei und ich fühl mich wieder frei, wenn ich tanz, wie ich will. Und es ist wie Magie, denn ich spür die Euphorie, wenn ich tanz, wie ich bin. Will ich nie mehr. Und es ist wie Magie, denn ich spür die Euphorie, wenn ich tanz, wie ich bin. Es ist wie Zauberei und ich fühl mich wieder frei, denn ich tanz, wie ich will. Und es ist wie Magie, denn ich spür die Euphorie, wenn ich tanz, wie ich tanz. Großartig! Julian, schön, dass du da bist.
Ich meine, die ganze Reim-Family ist ja heute Abend zu uns gekommen, um das große Jubiläum von deinem Papa zu feiern. Ja. Aber Julian, erzähl mal, wie ist das jetzt eigentlich mittlerweile zu Hause? Wer bekommt die meiste Fanpost? Marie, Christine, Matthias oder du? Also auf jeden Fall Matthias, okay. Da knapp gefolgt von Christine. Denn wirklich, wenn ich die sehe, wenn sie wirklich die Fanpost bearbeiten, man sieht keinen Raum mehr dahinter. Es ist eine Wand voll. Wow. Aber ich glaube, nach diesem Auftritt werden dann noch viele, viele Briefe auch für dich folgen. Ich würde mich drüber freuen. Es war wunderbar. Wir hatten richtig Spaß. Und ich würde sagen, wir feiern jetzt gemeinsam. Und zwar ein Schlagerdenkmal wird jetzt hier bei uns gefeiert. Ja, und am 2. April feierte er seinen 75. Geburtstag. Das natürlich ganz im kleinen Rahmen. Und musste leider sein Geburtstagsalbum verschieben. Ja, aber das Schöne ist, er hat es mittlerweile geschafft, gemeinsam mit ganz großen Stars, mit Otto Walke, Sven Zucker, Matthias Reim und vielen, vielen anderen, seine großen Hits aufzunehmen. Und wir werden dann in den nächsten Sendungen den einen oder anderen gemeinsamen Song hören. Ja, und heute feiern wir das erste Jürgen Drews Duett. Heute starten wir mit Jürgen Drews und Semino Rossi. Hinterher bis über den Wolken. Wär so gern bei dir. Irgendwo Vakanz weit oben fliegst du durch die Nacht. Ich denke an dich, liege lang noch wach. Dann geb ich dir ein Zeichen, dass nur wir verstehen. Wenn die Wunderkerzen brennen und die Sterne schlafen gehen, wird ich Liebe dich, mein Engel, riesengroß am Himmel stehen. Wenn die Wunderkerzen brennen, schreiben sie, ich liebe dich, und das wird für immer, für immer. Nächsten Flieger und flieg dir hinterher, ganz egal wo, steh ich vor deiner Tür. Ich hab dich gesucht und ich hab dich gefunden. Jetzt weiß ich, wo du bist. Alles wird gut, so wie es ist. Dann gib ein Zeichen, das nur wir verstehen. Wenn die Wunderkerzen brennen und die Sterne schlafen gehen, wird ich Liebe dich, mein Engel, riesengroß am Himmel stehen. Wenn die Wunderkerzen brennen, schreiben sie, ich liebe dich, und das wird Schön, dass ihr bei uns seid.
Lieber Jürgen, ich habe es schon erwähnt, du hast zu deinem Geburtstag ein Album mit ganz, ganz vielen Stars aufgenommen und jetzt konnte es endlich veröffentlicht werden. Du hast mit so vielen Stars gesungen. Gibt es überhaupt einen Star, der nicht mit dir gesungen hat? Im Augenblick weiß ich es nicht. Ich habe mir eine ganze Reihe aufgeschrieben gehabt und diese ganze Reihe habe ich abtelefoniert und sie haben alle zugesagt. Sofort. Und da war ich war wirklich platt. Ach schön. Ich habe teilweise geheult. Oh. Frau Bohne hat gesagt, was ist mit dir los? Ich sagte, weißt du, ich bin, das hat mich wirklich getoucht. Hat dich gefreut, ja? Ja, das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich meine, allein Semino, du mit deiner Wahnsinnsstimme. So wie du den Titel anfängst zu singen. So hätte ich es mal machen sollen. Fällt mir jetzt erst auf. Du musst mal nicht auf mich warten. Ja? Was sagst du? Du hättest du auf mich gewartet. Ja, hab ich. Aber ihr habt es ja jetzt getan miteinander. Und Semino, du hast sofort zugesagt. Was war der Grund? Selbstverständlich. Ich habe einen großen Respekt von ihm, von seiner Karriere, von seiner Persönlichkeit. Ich glaube, ich kann diese liebe Menschen nicht Nein sagen. Wir lieben uns. Oh, ich habe schon oft gesagt zu Semino, der ist immer so höflich und so zuvorkommend. Definitiv. Semino, wenn du eine Frau wärst, okay, wenn du ich würde dir einen Heiratsantrag machen, weißt du das? Wenn du eine Frau wärst. Hey! Semino, schön, dass ihr das gemeinsam hier bei uns gemacht habt. Wir freuen uns wirklich sehr. Und ich würde sagen, wir feiern jetzt gemeinsam gleich unser nächstes Jubiläum, das Jubiläum unserer Seemänner. Und Ihre Erfolgsgeschichte begann vor 10 Jahren, als Sie sich kennengelernt haben. Keine andere deutschsprachige Band hat so viele Gold, Platin und sogar Diamond Awards erhalten. Und heute feiern Sie hier das große Schlagerjubiläum, natürlich mit dem Hit, mit dem alles angefangen hat. Hier ist Santiano mit Santiano! So
mein Seemannsherz brennt lichterloh. So weit die See und der Wind uns dreht, Segel hoch, volle Fahrt, Santiano. Geradeaus, wenn das Meer uns ruft, fahren wir raus, hinein ins Abendrot. So weit die See und der Wind uns dreht, Segel hoch, volle Fahrt, Santiano. Geradeaus, wenn das Meer uns ruft, fahren wir raus, hinein ins Abendrot. So weit die See und der Wind uns dreht, Segel hoch, volle Fahrt, Santiano. Geradeaus, wenn das Meer uns ruft, fahren wir raus, hinein ins Abendrot. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch, Santiano. Dankeschön. Danke. Schön, dass ihr bei uns seid, ihr Lieben. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch. Ja, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer möchten natürlich auch von euch noch ein bisschen mehr erfahren. Beatrice, habt ihr denn schöne Fragen ausgewählt? Ach, die besten Fragen haben wir für euch. Wir sind gespannt. Bei solchen tollen Seemännern, wie ihr seid, wollen natürlich wahrscheinlich die meisten Frauen wissen, was bringt euch in Seenot? Was uns in Seenot bringt? Ja. Kein Wasser mehr unter dem Kiel. Das ist immer schlecht. Und was, dann in dem Falle gibt es auch, ist es das, was in der Garderobe nicht fehlen darf. Weil das wollen auch die Zuschauer und Zuschauerinnen wissen. Was darf nicht fehlen in der Garderobe? Also Wasser in dem Falle. Das Klare. Ganz wichtig, auch so ein Naschzeug. Ne? Wir haben so ein paar in der Band, die dafür sorgen, dass von diesem schick angerichteten Schokoladenteller nicht nur 20 Sekunden was da ist und es ist weg. Wir gucken mal ganz rüber da. Ne? Ja, ja, genau. Ja, wir werden euch noch ein bisschen... Wir gucken niemanden jetzt irgendwie an. Sind da die, die Schokoladenreserven weggebunkert? Das ist Hammer. Du, also, hier fragt noch jemand, würdet ihr auch gerne mal über die Berge singen? Wir können ja so schwer über Berge singen, weil wir von Bergen nicht so viel wissen, aber wir haben einen unglaublichen Respekt vor Bergen, das ist tatsächlich so. Das ist ja für uns gleichzusetzen, wie das, was wir mit dem Wasser haben, Ehrfurcht, auch so ein bisschen Gespür dafür zu entwickeln, und da bewundern wir die Menschen, die dasselbe mit den Bergen haben und die auch da in Kommunikation gehen, wissen, wann man raufgeht und heute es vielleicht lieber lässt. Ja, also wir würden es nie wagen, über Berge zu singen, weil also wir von Bergen keine Ahnung Berge haben. Ich zeige euch die Berge und ihr mir das Meer. Wir stecken zusammen Deal? Ins Meer und ihr Deal? Mit mir in die Berge. Okay, okay. Wir werden in Zukunft verraten, dass wir das hinkriegen. Das wäre ein guter. Ich glaube auch, das wäre eine schöne Kombination. Also vielen herzlichen Dank, ihr Lieben, dass ihr heute mit uns hier euer Jubiläum feiert. Und wir kommen jetzt zu einer Künstlerin, zu einer Sängerin, die ein ganz besonderes Jubiläum hier bei uns begeht. Denn auf den Tag genau, vor 10 Jahren, am 24. Oktober 2010, überlebte sie einen tragischen Helikopterabsturz. Und trotz des Schicksalsschlags lebt sie ihren Traum von der großen Schlagerkarriere und der eigenen Familie. Gerade in diesem Sommer wurde sie zum 2. Mal Mama und hat den kleinen Sepp zur Welt gebracht. Und heute beendet sie hier bei uns ihre Baby. Maria Zimmermann! Dankeschön! Herzlich willkommen bei uns, Anna-Maria. Hi, meine Lieben. Hallo. Schön, dass du bei uns bist. Oh, ich freue mich. Liebe Anna-Maria. Mal wieder ein bisschen abzappeln, oder? Ja, das tut gut, oder? Total. Sag mal, welche Bedeutung hat für dich der 24. Oktober? Naja, es gibt Dinge im Leben, die plant man nicht und die braucht man noch nicht. Und die passieren natürlich irgendwie trotzdem und man muss irgendwie, naja, das Beste raus schaffen. Ich hatte einen nicht ganz so schönen Unfall vor 10 Jahren. Und ich weiß noch, wie damals in den ersten 1, 2, 3 Jahren meine Mama irgendwie immer am 24.10. mit einem Blumenstrauß vor meiner Haustür stand und sagte, mein Kind, du hast quasi heute Geburtstag. Und ich habe gesagt, Mama, 14.12., da ist und bleibt mein Geburtstag. Es ist eigentlich echt nur ein Datum. Natürlich, also ich habe in den 10 Jahren sogar den 24.10. schon 1, 2 Mal vergessen. Okay. Und in den ersten Jahren haben wir diesen Datum ganz wichtig genommen. Das war immer so, dass mein Mann und meine Eltern, alle waren betrübt. Und ganz ehrlich, es ist echt nur ein Datum. Und ich finde, es ist das schönste Gefühl, wenn man das auch einfach dann irgendwann in den Jahren mal vergisst, dieses Datum. Man sagt, ach ja, heute ist ja der 24., aber ist auch ganz egal. Schön. Liebe Anna, wir freuen uns, dass du heute mit uns feierst. Und
Wir feiern ja heute nicht nur dieses ganz besondere Jubiläum. Es gibt noch andere Gründe. Ja, ne? Du bist ja zurück aus deiner Babypause. Ja. Kleiner Sepp ist genau. Auf der Welt. Also muss ein bisschen den Bauch einziehen, Freunde. Du siehst hervorragend aus. Das geht schon. Zweifache ja. Mama, das ist auch schön, dass du wieder zurück bist aus deiner ja. Babypause. Total. Also ich sage immer, dieses ganze, ich war dann ja gerade irgendwie schwanger und wusste natürlich irgendwie, es kommt eh eine Auszeit. Ja, und dann kam die Auszeit natürlich viel länger, als ich das eigentlich wollte und geplant hatte. Und es waren natürlich die ersten Wochen, dass wir alle irgendwie betrübt und irgendwie alle schlecht drauf. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, komm, ich will dieses Wort jetzt nicht mehr in unserem Haus hören. Ich muss jetzt positiv bleiben, sonst kriege ich irgendwie ein ganz, ganz trauriges Baby. Und dann haben wir irgendwie uns irgendwie aufgerafft und haben gesagt, hey, wir nutzen jetzt diese nicht so schöne Zeit, um einfach mal ja, Zeit für mich zu haben, Zeit für Matti zu haben und einfach mal das Schwangersein zu genießen. Der kleine Sepp wächst und gedeiht. Ja, ja. Und es gibt, oh ja, liebe Anna-Maria, auch noch einen anderen Grund zum Feiern. Den kennst du allerdings noch gar nicht. Nee, aber wir kennen ihn. Wir ja? kennen ihn. Ja, ja, deine ja. Plattenfirma hat nämlich eine Überraschung für dich. Genau. Ja. Du bekommst nämlich heute Single Gold für deinen Hit Tornero. 1000 Tonne Wein. Schau mal, hier ist deine Auszeichnung. Herzlichen Glückwunsch, Anna-Maria Zimmermann. Oh mein Gott. Dankeschön. 10 Jahre habe ich dafür gebraucht. Und jetzt ist es soweit. Und du bist ein bisschen sprachlos und die Tränen kommen. Ach, so total. Ja, weil mit diesem Song, das ist irgendwie, ach, schrecklich. Ein ganz, ganz, ja, ganz, ganz besonderer Song irgendwie. Es gibt nicht einen Auftritt in den letzten 10 Jahren, wo dieser Song gefehlt hat. Und ja, mit diesem Song fing eigentlich auch alles an. Ja. Weißt du was? Genieß jetzt einfach diesen Moment, freu dich darüber. Oh. Und ich würde vorschlagen, wir machen jetzt gemeinsam eine kleine Reise 40 Jahre zurück in die 80er Jahre. Oh, ich habe sie geliebt, die 80er Jahre. Und da, vor 40 Jahren, hatte die Band Münchner Freiheit sich auch gegründet, gell? Woher weißt du das? Da warst du noch nicht mal geboren. Die große Jubiläumsshow. Ich dachte, wäre schon gut, die große Jubiläum zu kennen. Und Münchner Freiheit, 40 Jahre, ne? Das ist sehr schon ein Highlight. Absolut, ja. Und innerhalb kürzester Zeit wurden sie damals so zum Aushängeschild der neuen deutschen Welle. Mit ihren Hits haben sie wochenlang die Charts gestürmt in Deutschland, Österreich. Der Schweiz. Natürlich. Und diese Hits sind heute immer noch Kulthits. Und wir wollen sie heute hören. Wir hören sie jetzt. Ah, ja. Hier ist die Münchner Freiheit. Ein Jahr ist schnell vorüber, wenn der Regen fällt. Ein Meer voller Fragen, ich steh dir gegenüber in Erinnerung vergangener Tage. Das große Ziel war viel zu weit, für unsere Träume zu wenig Zeit. Versuchen wir es wieder, solange man Träume noch leben kann. Dass ich dir nochmal begegne eines Tages. Wir sehen uns beide an und schweigen viel zu lang. Ja, ist es denn ein Wunder, dass keiner von uns zwei was sagen kann?
mich nicht verändern, um dir zu imponieren. Und nicht den ganzen Abend Probleme diskutieren. Aber eines gebe ich zu: Das, was ich will, bist du. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich komm ich heute nicht zur Ruh. Das, was ich will, bist du. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich komm ich heute nicht zur Ruh. Das, was ich will, bist du. Glückwunsch der Münchner Freiheit! Herzlichen Dank, dass wir Teil eurer tollen Sendung sein dürfen. Bis hoffentlich bald! Danke dir! Vielen Dank euch Jungs! Ja, heute feiert die komplette Reim-Familie das große Jubiläum von Matthias Reim. Marie Reim ist heute hier, Julian Reim ist hier und natürlich Christine Stark. Herzlich willkommen, Christine! Schön, dass du bei uns bist. Liebe Christine, seit 7 Jahren gehörst du nun mittlerweile als Partnerin von Matthias Reim zur Reim-Familie. Und die berühmte Familie hat uns mal ein bisschen etwas über dich verraten. Schau mal. Sie ist so wirklich für die ganzen singenden Reims, inklusive mir, der Fels in der Brandung geworden. Und ich könnte mir nicht mehr vorstellen, was wäre, wenn sie nicht da wäre. Ich wäre völlig aufgeschmissen. Tini, wenn ich dich in aller Öffentlichkeit so nennen darf, du hast was ganz Besonderes mit unserer Familie gemacht, seitdem du da bist. Und ich möchte dich an meiner oder an unserer Seite einfach nie wieder missen. Sie wurde Teil dieser Familie und hat mich aufgenommen, wie ich noch nie aufgenommen wurde von jemandem, den man gerade erst kennengelernt hat. Wir haben uns angefreundet, wurden mehr als nur Freunde. Und diese Verbindung, diese Familie, die wir geworden sind, ist etwas, was man mir nie wieder wegnehmen kann. Wenn es darum geht, was machen wir heute Abend, da wird nie ich gefragt, wird immer sie gefragt. Na, also sie hat auch dieses Ding, dass sie selbst mich dazu gekriegt hat, und ich bin wirklich ein Familienmuffel immer gewesen, dass ich anfange, Familie zu genießen. Und das ist ihr Werk. Seitdem sie in unserer Familie ist, hat sie uns wirklich alle viel mehr zusammengebracht. Sie ist der Grund, weshalb wir alle zusammen mehr zusammengekommen sind, und ja, das haben wir alles ihr zu verdanken. Wenn ich zurück nach Hause komme und du da bist und die Tür aufmachst, weiß ich, dass ich angekommen bin. Dankeschön, dass du mein Zuhause bist. Ich liebe dich, mein Schatz, und ohne dich wäre ich aufgeschmissen. Und die anderen auch. Ich würde dich so gerne in den Arm nehmen, mein Schatz. Wow. Liebe Christine. Ach Gott, ist das schön. Ich würde dir, haben wir vielleicht ein Tüchlein da? Ich darf dir keins geben, aber das kriegen wir hin. Liebe Christine, ich würde jetzt auch Schnaps nehmen. D'Angela, dir fehlen ein bisschen die Worte. Aber was sagst du dazu, zu dieser schönen Nachricht deiner Familie? Oh Gott, okay. Warte kurz. Gerne. Nimm dir den Moment. Oh Gott, warte. Haben wir denn so ein Tüchlein? Haben wir nichts? Habt ihr auch kein Tüchlein? Da haben wir ein Tüchlein. Schau. Ich leg das nur so hier hin. Schau. So. Eine ganze Packung. Super. Die perfekt. Kannst du vielleicht gebrauchen. Oh Gott, ich muss jetzt wirklich einmal kurz, weil ich hab mich echt, okay, also ich kann dazu gar nichts mehr sagen, außer dass ich kann nicht weiter darauf eingehen, außer dass ich sagen kann,
dass ich einen unfassbar tollen Mann an meiner Seite habe und mit 30 Jahren schon gefühlt 7 Kinder adoptiert habe, die ich alle liebe. Sie sind alle großartig. Dankeschön. Liebe Christine, jetzt atme noch mal ganz tief durch, denn ich weiß, dein aktueller Hit ist natürlich auch wieder ein Familienwerk. Und dieser Song wurde natürlich auch wieder von Matthias und seinem Team komponiert und geschrieben. Und du gibst mir jetzt das Okay und dann würde ich sagen, die Bühne gehört dir. Denn dein Song heißt so schön, das kann ich ab. Ich glaube, das wollen wir jetzt von dir und mit dir hören. Bist du bereit, Christine? Nein. Nein? Ja. Ja? Ja. Okay, atme durch und ich sage, Bühne frei für Christine Stark. Ich höre die Leute reden, das könnt ihr Vater sein. Sie ist scharf auf seine Kohle und er nicht gern allein. Gerede gab schon immer über mich und dich. Es ist nach all den Jahren nichts Neues mehr für mich. Das kann ich ab. Das macht mir nicht. Du bist echt perfekt für mich. Lass sie reden, mir egal. Denn wer liebt, hat keine Wahl. Das kann ich ab. Das macht mir nicht. Solange du nur bei mir bist, lass sie reden, was sie wollen. Du und ich sind Rock'n'Roll. Falten im Gesicht, das größte Herz auf Erden, ja, deswegen lieb ich dich. Und dafür will ich kämpfen und durch die Hölle gehen, dass wir zwei uns lieben. Das können ruhig alle sehen. Das kann ich ab, das macht mir nicht. Meine Damen und Herren, diese Band hier gehört seit 50 Jahren zu Köln wie der Rhein und der Dom. In einer WDR-Dokumentation über sie hieß es jüngst, sie sind mit ihren Liedern das Gewissen und das Sprachrohr der Stadt. Ich kann nur sagen, herzlich willkommen hier bei uns, Blackfuss. Eine große Freude und Ehre. Ihr habt zu eurem 50-jährigen Jubiläum mit ganz vielen Prominenten und Stars große Hits von euch aufgenommen. Wer hat mit euch alles gesungen? Ja, wir sind erstmal sehr, sehr stolz darauf, dass so viele zugesagt und mitgemacht haben. Mit dabei ist Howard Carpendale, Wolfgang Petri, Heino, Annemai Kantereit, Wolfgang Niedeggen,
Caroline Kebekus und die Bierbitches. Und Happe Kerkeling. Oh. Und viele mehr. Ja. Ja, und wir freuen uns sehr, dass er heute zu uns gekommen ist, denn zum ersten Mal seit langer Zeit wird er endlich mal wieder auf der großen Samstagabendshowbühne singen. Meine Damen und Herren, Blackfoes und HP Kerkeling. Ne Mütze auf dem Kopf, mein Kragen steht hoch. Es ist hier eiskalt und der Wind bläst dazu. Die Tage sind kurz hier, die Nacht kommt zu früh. Die Leute sind stur und die Kneipe hat zu. Geh ich schon aufs Zimmer oder bleib ich noch wach? Kann bestimmt noch nicht schlafen nach dem düsteren Tag. Und ich lauf hier allein durch ne ganz fremde Stadt. Ich hab niemals Probleme mit Heimweh gehabt. Hier sind alle längst schlafen, hier brennt nirgends ein Licht. Und dann denk ich an Kölle und dann denk ich an dich. Ich vermiss die Schwadlappen in der Kneipe der Eck, die Lügosenfädel, der Blick von der Brück. Das hier seh ich von einem Köbis, wenn man ein Wasser bestellt. Die Schüss ob der Domplatt, wenn ein Hutzig ansteht. Was an Köln so schön ist, das weiß ich, das weißt du. Doch das Schönste an Köln für mich, das bist du. Und ich lauf hier allein durch eine ganz fremde Stadt. Ich hab nie wirklich Buch bin von Heim wie ihr hat. Hier ist alles am Schlafen, hier brennt nirgends Licht. Und dann denk ich an Köln und dann denk ich an dich. Ich hab nie wirklich Buch bin von Heim wie ihr hat. Hier ist alles am Schlafen, hier brennt nirgends ein Licht. Und dann denk ich an Kölle und dann denk ich an dich. Ja, dann denk ich an Kölle und dann denk ich an dich. Zum 50-jährigen Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch, Blackfoes! Und herzlich willkommen, HP Kerkeling! Florian, ich freue mich sehr. Vielen Dank im Namen der Blackfoes und in meinem Namen für die Einladung. Es freut uns wirklich sehr. Lieber HP, sag mal, was verbindet dich mit Blackfoes? Ja, die Blackfoes, Gott, die kenne ich seit meiner Kindheit. Mhm. Seit 1976, wo ich sie das erste Mal bewusst wahrgenommen habe. Sie sind die Beatles von Nordrhein-Westfalen. Jedes Lied, jedes ist ein Gassenhauer. Und man kann ja sagen, Ruhrgebiet, da wo ich herkomme, ja, ist ja quasi die Vorstadt von Köln. Insofern bin ich dann auch halber Kölner. Jetzt kriege ich Ärger, aber es ist ein Spaß, Freunde. Vielen Dank, Blackfoes. Danke euch. Lieber Harpe,
Wir alle wissen, dass du ein Herz für den Schlager hast. Ja, natürlich. Ich meine, du hast ja in deiner Rolle als Uschi Blum schon mal Helene Fischer Konkurrenz gemacht. Ja, hat nicht wirklich hingehauen, aber es war ein Versuch wert. Es war richtig gut und ich werde es nie vergessen, du hast mich auch mal mitten in einer Live-Show in deiner Paraderolle als Horst Schlemmer überrascht und dann Schätzelein für uns gesungen. Und ich hatte wirklich keine Ahnung. Wir schauen noch mal ganz kurz rein. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß. Hör mal. Horst Schlemmer! Ja, hey Freunde, wisst ihr Bescheid? Ne? Ich hab... Kann ich überall, ne? Wisst ihr Bescheid? Hör mal, ich freue mich, Florian. Ich freue mich, dass ihr... Ich hab die Treppe, weißt du? Ich hab Schnappatmung, jetzt muss ich erstmal Luft holen. Wir beide, mein lieber Florian, mein hochverehrter Florian Silbereisen, wir beide haben was gemeinsam. Was? Die Glücksunterhose haben wir, ja? Ja, siehst du, du warst ein Kind, ich war damals schon ein alter Sack. Nein. 2006 war das, lange ist es her. Und lieber HP, heute möchten wir mal testen, wie gut du den Schlager wirklich kennst. Sehr gerne. Und wir testen das mit unserem berühmt-berüchtigten Summtest. Ah, das liebe ich. Ja, Summtest liebe ich. Das ist schön. Das heißt, die summen und ich rate, natürlich richtig, genau was so. Die gesummt haben. Genau so. Gibst also, du mir eine Vorgabe, welches Jahr oder was, 70er, was kommt? Ich weiß es ja auch nicht. Ach so, ich weiß es auch nicht. Also pass auf, das sind drei Mitglieder unseres Feste-Teams, die Jesse, die Yvonne und die Anna. Und sie werden jetzt gleich jeweils einen Schlager summen, den nur sie über den Kopfhörer hören können. Ja. Und anhand der Summkünste musst du dann versuchen, den Schlager zu erkennen. Absolut, das werde ich schaffen. Ich weiß es jetzt schon. Du weißt es jetzt schon? Dann lass uns loslegen. Jesse, ich würde sagen, du fängst an. Ja? Bist du bereit? Ja. Ihr dürft wirklich natürlich nur summen. Ihr dürft keine anderen Hinweise geben. Ja? Und wie du die summen nur? Also nur die, kein Text, nein. Gar nichts? Und wie du erkennen kannst, die haben sich alle mehr oder weniger freiwillig gemeldet. Jesse, du schaffst das. Komm, du bist die Erste. Wir drücken die Daumen richtig kräftig summen. Okay. Hier kommt der erste Schlager gesummt von unserer Jesse. Jetzt, Jesse, summen. Hey, Reiter, ho, Reiter. Ja? Sie ritten um die Wette mit dem Steppen. Hast du schon die Idee? Sie ritten um die Wette mit dem Steppen. Nochmal weiter so. Schön. Nein. Aber es wird. Ich tippe auf. Es soll jetzt ein ganz anderes Lied. Du sollst dasselbe Lied weiter summen, Jesse, nicht andere Lieder. Das ist ein Medley. Ich sage Genghis Khan. Sie ritten um die Wette mit dem Steppenwind. Jesse ist raus. Wenn das sie hat stimmt. Der Kopfhörer auf, sie war nicht gut. Also wenn das stimmt, ich ziehe den... Jesse, danke schön. Danke schön, Jesse. Das war fantastisch. Ich habe wirklich keine Ahnung. Du sagst Genghis Khan. Ja, was anderes fällt mir nicht ein. Genghis Khan, Moskau oder welcher Song? Genghis Khan. Genghis Khan von Genghis Khan dann hören mit wir rein. Genghis Khan. Okay, wir sind gespannt, ob du richtig geraten hast. Wir hören jetzt welchen... Song, Jesse bravourös gesummt hat. Feuer! Brennt doch auch in dir drin. Und es wird heißer und heißer durch deine Liebe. Irene Shear, oder? Irene Shear, kennt man doch. Hat sie nicht erkannt. Ja, du kennst den Titel nicht, gib es zu. Du musstest etwas summen zu einer Zeit, wo deine Mama noch nicht mal geboren war. Aber sie hat das süß gemacht, ganz Simon. Süß. Jetzt bist du natürlich unter Druck. Das ist übrigens unsere Maskenbildnerin. Sie macht jetzt hier richtig Druck, denke ich mal. Ja. Yvonne, das ist deine Minute. Jetzt gib richtig Gas. Bitte summ die Melodie, die nur du auf den Kopfhörer hören kannst. Los geht's. Und Vergangenheit. Sag mal, du bist gut. Moskau. Doch wer dich wirklich kennt, der weiß, die Liebe brennt. Das ist es. Das, jetzt sind wir soweit. Das ist jetzt Genghis Khan, Moskau. Super. Yvonne, danke schön, du sagst ja. Ja, das ist ja, das war eindeutig. Niemand muss
Ja! Sensationell! Hey, Moskau, Moskau, meine Seele ist so groß, meiner ist der Teufel los. Hey! Super, sehr gut. Yvonne, das war stark, aber ich meine, du hast dann nach zwei Sekunden... Ja, aber natürlich, du wolltest auch, dass ich gewinne. Deswegen hast du gut gesummt. Du hast nicht schlecht gesummt, aber nicht ganz so gut. Dann würde ich jetzt vorschlagen, Harpe, wir konzentrieren uns okay, auf unsere Anna. Es macht Spaß, das Spiel. Anna, du bist bereit. Ja. Na denn. Ja. Ganz nah herangehen und so laut summen, wie es geht. Und zwar den Schlager, den du jetzt hörst. Bitteschön. Aha. Das Aha. Ist langsames Lied. Du. Das ist eine ganz besondere Interpretation, glaube ich. Du. Da, 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 da. Du. Ich habe keine Ahnung. Hast du eine Vermutung? Wir lassen sie mal summen noch. Ja, ja jetzt geht's los. Jetzt kommen sie aus sich raus. Oh, sehr gut. Es ist gar nicht schlecht, wie sie es macht. Da, 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 da. Ich hab es ist irgendwas von Roland Kaiser. Schachmatt. Da. Ach Mist, was ist denn das? Da, tausend Mann. Also du sagst, ich habe auch keinen. Wir lassen sie noch ein bisschen summen, das ist gut. Es ist wirklich gut gesummt. Sie trifft jeden Ton. Es ist sicher nicht. Es ist, glaube ich, ein Lied von... Oh, der war gut. Wieso war sowas ein Hit, frage ich mich gerade. Das ist Roland Kaiser. Das ist Roland Kaiser. Roland Kaiser, sagst du. Ein Lieb mich ein letztes Mal. Wie heißt denn das von Roland Kaiser? Lieb mich ein letztes Mal. Das vermutest du. Ja. Dann hören wir jetzt mal rein, ob Anna tatsächlich ein Lied von Roland Kaiser gesummt hat. Wir hören jetzt die Auflösung. Das ist von mir. Das ist Uschi Blum. Da ja, siehst du, ja, war ja auch kein Hit. Was hast du gemacht? Eingesungen sein, das kenne ich den Ton nicht, Florian. Uschi Blum! Aber gut gemacht, gut gesummt. Das war nicht schlecht, also man muss wirklich sagen, das war eine ganz besondere Interpretation von dir. Aber alle drei haben das ja bravourös gemeistert. Vielen herzlichen Dank an unsere wunderbaren Teammitglieder. Ihr seid fantastisch. Danke euch. Das ist euer Applaus hier, lieber Harpe. Man merkt. Du magst den Schlager, es macht dir Spaß und es waren immerhin, einen hast du richtig. Einer war richtig, und die 30% anderen, richtig. Ja, besser geht doch gar nicht, besser geht nicht. Herzlichen Glückwunsch dafür, aber lieber Harpe, ich muss jetzt noch natürlich Fragen stellen und ich bin mir sicher, Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause möchten wissen, wirst du dich nach deinem Besuch heute Abend hier wieder zurückziehen und zweitens, wann können wir dich wiedersehen? Ach, ab und zu bin ich ja immer wieder im Fernsehen und wie du siehst, auch gerne. Mir macht das ja Spaß. Das hat jetzt besonders viel Spaß gemacht. Ich bin Ende des Jahres in einem Film zu sehen, zusammen mit Bulli Herbig. Das ist der letzte Film von Josef Filzmaier, Der Borndelgraber und die ewige Liebe. Und ich spiele den Teufel. Und das läuft ab Weihnachten dann, so Gott will, und Corona uns keinen Strich durch die Rechnung macht, läuft das dann ab Weihnachten im Kino. Das heißt... Wir werden dich nicht aus den Augen verlieren. Nein. Darüber freuen wir uns sehr. Und Harpe, ich kann nur sagen, im Namen von dem gesamten Team, eine große Freude und eine Ehre, dass du heute hier mir bei auch. Uns zu Gast bist. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, Harpe. Hat Spaß gemacht. Und ich würde vorschlagen, wir können jetzt gemeinsam weiter feiern. Und zwar ein ganz besonderes Jubiläum, ein Jubiläum einer Legende. Vor 70 Jahren veranstaltete der ORF einen Komponistenwettbewerb. Mhm. Damals wurden über 300 Songs eingesandt und am Ende gewann der jüngste Teilnehmer, ein Kärntner. Ja, und so begann sie die sagenhafte Karriere. So begann vor 70 Jahren die großartige Karriere von Udo Jürgens. Und wir möchten heute an ihn und seine ganz großen Hits erinnern, gemeinsam mit Giovanni Zarrella. Sie treffen sich täglich um 14:45 Uhr. Oh, 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 oh yeah. Am Stammtisch im Eck in der Konditorei. Oh, 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 oh yeah. Und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet. Auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahne Baiser. Auf Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Banane.
Sultane. Sie von mir. 17 Jahre blondes Haar, wie bin ich zu ihr? La la la, la la la, la 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 la. La la la, la la la, la 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 la. Ich hab alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. Volle Kraft voraus auf das nächstbeste Riff. Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. Wir haben alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. Volle Kraft voraus auf das nächstbeste Riff. Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals richtig weit. Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 Jahren ist lange noch nicht Schluss. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 Jahren ist lange noch nicht Schluss. Mit 66 Jahren, mit 66 Jahren, mit 66 Jahren, mit 66 Jahren. Sagen neidlos zu mir. Die Besten auf der ganzen Welt seid ihr. Vielen Dank für die Blume. Vielen Dank, Lili von und Florian Silbereisen! Danke, Lili!
Wow. Ah. Ihr seht hervorragend aus in eurem Bademäntel, Jungs. Ja, also ehrlich, ich möchte Dankeschön. Euch mal im Bad begegnen. Das freut uns, Beatrice. Lieber Giovanni, ja. Also du hast in den letzten Wochen für sehr, sehr viele große Schlagzeilen gesorgt. Deshalb sind wir natürlich alle sehr neugierig. Ja. Und ich finde, wir sollten ganz schnell, Beatrice, ganz viele Fragen stellen. Unbedingt. Oh, also leg los, komm. Da wird mir jetzt schon warm, ich ziehe den Bademantel aus. Oh, ziehst du dich erstmal aus, finde ich auch gut. Das wollen die Zuschauer bestimmt auch sehen. Also, wer hat dir zu deinem neuen Job als erstes gratuliert? Ganz ehrlich? Ja. Dieser Mann. Also einer der ersten. Warst du vor mir? Ziemlich früh, glaube ich. Ja. Vor dir. Warst du vor dir? Ich weiß es nicht, aber ich war sehr früh. Ja. Sehr, sehr früh. Also da habe ich mich total gefreut. Natürlich, die Familie war natürlich involviert, aber außerhalb der Familie, die jetzt unter einem Dach sind bei mir, war Flo einer der ersten mit einer unglaublich schöne Nachricht, die habe ich auch wirklich voller Stolz auch zu Hause, Frauchen und allen gezeigt, weil das hat mich wirklich sehr berührt. Vielen Dank nochmal für deine Worte, Flo. Sehr, sehr gerne. Was Danke. Ich dir da geschrieben habe, das meine ich so, wie es ist und ich drücke dir ganz fest die Daumen, mein Lieber. So, hier steht jetzt, wer ist morgens fitter? Deine Frau oder du? Tatsächlich ich. Also obwohl ich sehr, sehr lange wach bin, ich bin immer so, ich brauche so ungefähr 6 Stunden Schlaf und die, da komme ich auch immer ans Limit. Also wenn ich um 7 raus muss mit den Kids, dann gehe ich auch erst um 1 pennen. Aber morgens bin ich fitter. Meine Frau, die schläft dann lieber länger, geht dafür aber auch früher schlafen. Passt nicht ganz zusammen, aber ist so. Eine Logik. So, jetzt ziehe ich auch noch mal meinen Bademantel aus. Bitte, heiß, ja, es ist richtig warm. Heiß. Yes. Giovanni, wir beide dürfen jetzt noch einem großen Sänger und Entertainer gratulieren. Das stimmt. Vor 40 Jahren feierte er seinen Durchbruch mit seinem ersten großen Hit in der ZDF-Hitparade beim unvergessenen Dieter Thomas Heck. Wir, meine Damen und Herren, kommen zur Nummer 1, zu Ihrer Nummer 1. Klaus, fahr doch schon mal ab, das kennen Sie. Ein Junge, der aus Berlin kommt, der zum ersten Mal in seinem Leben die Nummer 1 ist. Darüber freut er sich und wir alle. Ihr Kaiser, Ihr Roland-Kaiser. Insel, die aus Träumen geboren. Ich hab meine Sinne verloren. In dem Fieber, das wie Feuer brennt. Vierzig Jahre später ist Santa Maria noch immer ein Mega-Hit. Und der junge Sänger von damals ist längst der Kaiser unter den Stars. Roland Kaiser. Schön. Herzlichen Glückwunsch zum 40-jährigen Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch, Roland Kaiser. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, danke sehr. Lieber Roland, lange vielen Zeit, Dank. Ne, 40 Jahre. Ach, Mann, aber ja. So schön. Und wir freuen uns, eine große ich Ehre für euch uns. Sehr. Das sollten wir öfter machen. Ja. Unbedingt. Danke, okay, Giovanni, gut. Auch. Vielen Dank. Es hat so viel Spaß gemacht. Aber Dankeschön. Roland, immer wenn du zu uns kommst und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer mal Fragen an dich stellen dürfen, wollen sie meistens wissen, ob du denn zu Hause auch so perfekt gestylt bist wie auf der Bühne. Und ich denke mal, Beatrice hat ein paar Fragen ausgesucht und die werden in diese Richtung Bestimmt. Gehen, oder? Ja, die Zuschauer. Beatrice, guten Abend. Hallo Roland, schön dich Grüß zu dich. Sehen. Danke, gleichfalls. Schön dich zu sehen. Immer eine Freude, wenn der Kaiser uns höchstpersönlich besucht. Ja, übrigens, um das zu beantworten, ich bin zu Hause, trage ich auch einen Anzug. Zu Hause trägst du auch einen Anzug? Einen Jogginganzug. Sehr gut. Ja. Siehst du? Okay. Aber richtig. Wie ist das für die Leute anscheinend unvorstellbar? Denn es gibt auch eine Frage: Liegst du manchmal zu Hause faul auf der Couch? Ja, klar. Ja, klar. Ich denke schon. Du auch? Ja, bestimmt. Ja, normal, klar. Wir gehen auch auf Toilette, ne? Und gehen einkaufen, alles ja, mögliche. Wir gehen dann einkaufen, wir fahren Auto. All das tun wir ja. Das tust du auch, ne? Alles das tun wir. Auch der Kaiser macht das. Natürlich. Das ist für viele unvorstellbar. Okay, komm. Anscheinend, da kommen so viele. Wird immer wieder mal nachgefragt. Hier steht zum Beispiel, Roland, das ist aber interessant. Wärst du gern nochmal 25? Nein. Nein? Nein. Ich hatte ein traumhaftes Leben und es war eine schöne Zeit bisher. Ja. Ich will da keine Stunde missen. Nee, nee. Schön. Dieser Mann hat einfach immer die perfekten Antworten. Ja. Doch, doch. Also egal, was man dich eigentlich fragt, du hast immer die perfekten Antworten. Ich bin nur sehr gespannt, ob du auch meine nächste Frage perfekt beantworten kannst. Ja. Das Team deiner Plattenfirma möchte dich heute beim großen Schlagerjubiläum überraschen für dein aktuelles Album Alles oder Dich. Ja. Gibt es Platin. Ui.
Herzlichen Glückwunsch, Roland Kaiser! Also da bin ich gleich platt jetzt, ja, weil ich kann nur sagen, Dankeschön an mein Team und vor allem an die Zuschauerinnen und Zuschauer, an meine Fans. Das ist ein unglaubliches Zeichen von Treue. Dankeschön für so eine Auszeichnung. Danke sehr. Mehr als verdient, Roland. Und dir ist natürlich klar, also die Platin-Hits, ja, die möchten wir jetzt natürlich gerne hören. Gerne, klar. Bist du bereit? Natürlich. Ich freue mich so. Dann feiern wir mit Roland Kaiser. Die Dankeschön. Bühne gehört dir, Roland. Es ist nie zu spät, ich weiß, nichts wird besser, wenn man steht. Will man fliegen wie beim ersten Mal, geht's nur im freien Fall. Es ist nie zu weit, wer weiß, wenn der Himmel uns umarmt. Ich versink in deinen Augen. Der Morgen ist egal. Ich will noch mal im Regen mit dir tanzen gehen, lautlos mit dem Wind nach Süden ziehen, auf dem höchsten Dach die Sonne sehen. Wir beide halten Regen wieder an, leben ohne Drehbuch, ohne Plan, wachsen über den Moment hinaus. Stark und unbeugsam, und wir halten nicht an. Leben einfach ohne Plan, halten einfach nie mehr an. Wir sind stark und unbeugsam, und wir halten nie mehr an. Leben einfach ohne Plan, halten einfach nie mehr an. Wir sind stark und unbeugsam. Schlafzimmerblick, dazu ein Spitzenrosé. Du triffst mich immer da, wo's weh tut. Die Vorsätze stolpern in dein Dekolleté. Gefühlte tausend Tage Sehnsucht. Vergessen ist, was war. Wir sind wieder da. Kurios, heute Nacht spielen wir wieder erste Liga. Das wird ganz groß. Unter Sternenfeuern rauschen wir ins Morgenrot. Kurios, ist mir jedes Mal eine Ehre gerne wieder. Sehnsucht tabu. Und ja, ich weiß Bescheid, die Liebe spielt. Wir spielen auf Zeit. Es brennt noch Licht am Horizont. Das Böse hat noch nicht gewonnen. Doch ich bin nur einer von vielen, und diese Welt ist wunderschön. Nimm meine Hand, dann sind wir zwei. Wir schießen höchstens am Ziel vorbei. Denn ich bin ein Träumer, einer von vielen, und ich seh weiße Fahnen wehen. Denn immer, wenn ich in deine Augen seh, weiß ich, Liebe kann uns retten, uns befreien von allen Ketten. Und immer, wenn ich die Welt nicht mehr verstehe, weiß ich, Liebe muss uns retten, denn ohne Liebe sind wir nichts. Und wir zwei, wir fliegen los, bis der Himmel über uns auch groß. Nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, doch bald werden wir ganz viele sein. Immer wieder glaube ich daran, dass auch das Gute gewinnen kann.
es viele sein. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, das ist mein neuer Kollege Miguel. Und Miguel ist ein ganz, ganz großer Schlagerfan. Und vielleicht haben Sie ihn schon letzte Woche bei Kai Pflaume in seiner großen ORF- und ARD-Familienshow Klein gegen Groß gesehen. Da hat Miguel nämlich Thomas Anders und mich im Schlagerduell besiegt. Miguel, 12 Jahre behauptet, ich kann Schlager nur anhand von 3 aufeinanderfolgenden Worten erkennen. Und Miguel, nein, es ist? Das ist Atemlos durch die Nacht von Helene Fischer. Super. Miguel, du bist mein Held. Damit ist Miguel der Sieger im Schlagerduell. Nächste Woche, am Samstag, gibt's das große Schlagerjubiläum, die große Eurovision-Show. Da sind Sie alle dabei, die großen Stars. Und ich habe mir gedacht, du kommst einfach vorbei, besuchst uns. Dann lernst du die mal ein bisschen besser kennen. Und da Thomas und ich auch gemeinsam singen werden, wäre es mir auch ganz recht, wenn an dieser Stelle mal die Moderation jemand anderes übernehmen könnte. Und du könntest uns beiden dann, wenn du magst, in der großen Eurovision-Show ankündigen, okay? Ist das was? Miguel, er hat es geschafft gegen uns. Miguel, hast du denn heute hier bei uns schon ein paar Schlagerstars kennenlernen können? Ja, unter anderem durfte ich heute Jürgen Treves kennenlernen, aber auch Julian Reim. Sehr gut. Und wie sieht's aus? Hast du dich jetzt auf deine große erste Moderation ein bisschen vorbereitet zu Hause? Also ich moderiere sehr gerne in meinem Zimmer ich habe die verschiedensten Leute daheim anmoderiert, die natürlich leider dann nicht da waren. Aber es hat mir ganz arg Spaß gemacht und ich freue mich. Du freust dich darauf? Ja. Dann freuen wir uns auch. Du bist startklar? Ja. Miguel, dann ist es jetzt soweit. Ich überlasse dir die Bühne und du darfst jetzt zum ersten Mal in einer großen Eurovision-Show moderieren. Wir alle drücken dir ganz, ganz, ganz fest die Daumen. Toi, 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 Miguel. Dankeschön. Liebe Schlagerfans, erleben Sie jetzt die beiden Stars, die sich im Schlager fast so gut auskennen wie ich. In diesem Jahr haben sie ihr erstes gemeinsames Album, das Album, veröffentlicht. Und das stieg direkt mal auf Platz 1 in den Charts von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kein anderer Schlager-Act, ich habe mich extra vorbereitet, ich habe es mir aufgeschrieben, kein anderer Schlager-Act hat in diesem Jahr die Doppel-1 mit nur einem einzigen Album in den offiziellen deutschen Charts geschafft. Das haben nur meine beiden Schlagerduell-Gegner geschafft. Hier sind Thomas Anders und Florian Silbereisen. Vielen Dank. Trauma. Mein Kleid, ich dachte, mein Kleid kommt geflogen. Von ja, sieht doch ich schön. Ich hab noch alle Pailletten. Also, traumhaft schön. Ach, herrlich. War gut, schön, so einen traumhaften Song zu hören für dich, Miguel. Jetzt weißt du, Träume können wahr werden. Ja. Deiner wird ja heute schon ein bisschen wahr, ne? Ja. Und weißt du was, du darfst jetzt auch noch die Zuschauerfragen mit mir stellen. Ja. Oha. Na, die große Aufgabe, gell? Werden wir von euch ausgefragt jetzt, okay. Ja, jetzt seid ihr dabei. Florian, du hast heute auch alle ausgefragt. Ja, gerne. Du bist doch auch mal dran. Ja, okay. Miguel, du fängst an, okay? Okay. Also die erste Frage geht an euch beide. Ja. Thomas Anders und Florian Silbereisen. Könntet ihr euch vorstellen, in einer WG zu wohnen? Ich weiß nicht, ob sich der Thomas das vorstellen kann. Na, sag mal. Das ist eine sehr lustige Vorstellung, die ich mir nicht vorstellen kann. Ja. Ich sag dir eins, Thomas, total ordentlich. Du würdest nach einem Tag würdest du mich rausschmeißen, wenn meine ganzen Klamotten kreuz und quer rumliegen würden. Aber Chaos, Ordnung, gell? Ja, ich glaube, wir funktionieren auf der Bühne miteinander ganz gut, aber in der WG wird es nicht klappen. Nein, glaube ich auch nicht. Nein. Und wir haben noch eine Zuschauerfrage. Würdet ihr gerne mal für einen Tag miteinander tauschen? Also möchtest du mal Ordnung im Leben erleben, Florian? Das wäre mit Sicherheit eine Erfahrung wert, ja. Aber ein Tag reicht mir dann auch nicht. Ich falle sofort wieder zurück in mein geordnetes Haus. Also wir hätten ganz viel danach zu erzählen, davon bin ich sicher. Das stimmt. Ja, das wäre natürlich interessant. Ja. Deine ganze, was du schon alles erlebt hast. Ja, das wäre spannend. Ja.
Aber er kann es mir ja erzählen. Da müssen das wir kann aber kommen. Was in einem Tag bei mir passiert. Wow. So, wie geht's dir jetzt? Du hast jetzt moderiert, du hast gesungen. Bist du jetzt immer noch ein Schlagerfan oder sagst du, naja, jetzt habe ich es mal gesehen und gemacht, jetzt habe ich erst mal wieder genug? Nein, auf keinen Fall. Also ich bin immer noch Schlagerfan und ich glaube, das wird sich niemals ändern. Okay, also dann hoffe ich, dass wir uns bald mal wiedersehen. Wer weiß, schön, dass du dabei warst, Miguel. Hat richtig Spaß gemacht mit dir. Und ganz sicher ist jetzt schon mal, dass wir gleich gemeinsam ein ganz großes Jubiläum feiern. Ein Jubiläum einer Band, die ja so viele Hits hat wie kaum eine andere deutschsprachige Band. 40 Jahre stehen sie schon gemeinsam auf der Bühne. Und ich sag dir eins, hätten wir dieses Schlagerduell bei Kai mit den Hits dieser Band gespielt, ich kenne jeden Text, da wäre ich ganz weit vorne gewesen. Und dieses Jubiläum, das feiern wir jetzt mit der Frau, die heute an meiner Seite steht. Herzlich willkommen nochmal auf der Showbühne, Beatrice Egli. Fantastisch aus. Vielen wow. Dank, Florian. Sehr schönes Outfit. Ich bin begeistert. Ich dachte, ich bin ein Geschenk für dich mit Schlaufe. Oh, ich darf ja momentan nicht öffnen. Ach, Corona, ja. Ne? Sonst wäre ich schon ausgepackt. Ja, nein, das hast du gesagt. Beatrice. Vielleicht an Weihnachten dann. Ja, wenn du dann nochmal ein Schleifchen hättest für mich. Okay.
Ich lass mich überraschen. Ich werde rot. Deswegen bin ich an die Sendung gekommen. Ich mache die Welt ein bisschen bunt und dir schenke ich auch ein bisschen Farbe ins Gesicht. Und rot steht dir gut im Gesicht. Ja, sehr gut. Liebe Beatrice, jetzt werden wir wieder seriös. Unser Team hat nämlich Fragen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer auch für dich gesammelt. Und nachdem du ja mich schon befragt hast, bin jetzt ich dran. Okay? Bist du bereit? Gerne. Bist du ordentlich? Ordnung? Ist das was zu essen? Ich bin so unordentlich. Und ich bewundere Menschen, die jeden Tag so schön geordnet den Schlüssel dahin legen, wo er hingehört. Ich suche den Schlüssel immer. Ich meine, ich kann ihn auch einfach am gleichen Ort hinlegen. Ich kann das nicht. Und ich bewundere wirklich Menschen, die das können. Ich bin Chaos pur. Ich kann das. Aber es wird auch nie langweilig deswegen. Nein, ich kann das wunderbar nachvollziehen. Ich kenne das von mir. Ja, absolut. Ja, aber wie? Wer hat die Ideen zu deinen Outfits? Ah, in dem Fall, in dem schönen bunten Fall, ist es Nico aus Wien, der in die bunte Welt eingetaucht ist und mir das designt und geschneidert hat. Und ich finde es einfach nur großartig, wenn jemand auch so mutig ist und sagt, ja klar, bunte Welt, ich gebe alles. Sehr, sehr schön. Sehr gut. Oh, und jetzt möchte noch jemand wissen, Beatrice, glaubst du an Liebe auf den ersten Blick? Guck mal. Der mich anguckt. Wir sehen uns doch nicht das erste Mal, Florian. Ja, es hat einfach keinen Sinn. Aber ja. Dein Blick ist wunderschön. Danke, danke. Und bei uns war es nicht lieber auf den ersten Blick. Nein. Nee. Aber ich habe das schon erlebt. Und ich glaube auch daran, so mit 14 oder 16 habe ich das tatsächlich mal erlebt. Es war aber auch das erste und einzige Mal bisher. Aber vielleicht kommt es noch. Aber was ich auch erlebt habe, ist gar nicht so lange her. Man sieht einen und denkt so, boah, schockverliebt. Aha. Dann macht er den Mund auf und du denkst, nee, das geht gar nicht. Also ich finde es ja auch noch wichtig, was da rauskommt, wie er denkt und wie er fühlt. Aussehen allein nützt nichts. Und ich finde, so Aussehen kann man ganz schnell verändern. Ne? So Haare schneiden, zack, alles wieder. Hast du bei mir alles schon gemacht? Ja, wie bei dir alles schon hat gemacht. Hat auch noch nichts geholfen. Aber ja, wir werden so. Also Beatrice, ich würde natürlich jetzt gerne noch ein bisschen tiefer nachfragen hier bei diesem Thema. Aber nein, wir wollen ja heute gemeinsam gratulieren. Oh ja. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. Nämlich gratulieren wir Jungs, die mittlerweile seit 40 Jahren unglaublich erfolgreich auf der Bühne stehen. Und seit 4 Jahrzehnten lassen sie uns mit ihren Liedern immer wieder träumen. Oh, ich liebe es, mit ihnen zu träumen. Mit ihren Texten regen sie uns immer wieder zum Nachdenken an. Mhm. Und mit ihrer Musik lassen sie uns immer wieder feiern. Und auch in dieser Zeit haben sie wieder den passenden Ton gefunden mit ihrem ganz unverwechselbaren und einmaligen Sound. Keiner will alleine sein. Herzlich willkommen, Pur! Du umarmst mich und du wärmst mich. Das tut mir so gut, ja, das tut mir so gut. Du berührst mich und ich fühl dich. Das ist einfach nur gut, nein, einfach noch besser als gut. Und wenn es nicht mehr geht, weil es wo geschrieben steht, dann macht mich das ärmer, das macht mich ärmer. Auch wenn Sinn und Verstand mir's erklären, gewaschene Hand, ist klar, dass es schwer ist, dass es nur schwer sein kann. Keiner will alleine sein. Und ich tu das von Herzen. So gern hörst du mich von der Bühne aus momentan nicht. Ich erinnere, wie es war, Licht am Meer, blau und klar. Macht mich das traurig, dass das nicht mehr ist. Ich träum davon, wie's sein wird, hoffentlich darum beschwert. Bin mir sicher, wir sehen uns, wir hören und wir sehen uns live. Keiner will alleine sein. Keiner will alleine sein.
Wir werden uns schon umarmen. Auch all die Jungen und die Alten. Wir werden laut, laut singen. Es gibt kein Halten mehr. Keiner will alleine sein. Keiner will alleine bleiben. Wie halten wir den Abstand ein? Wie halten wir ihn aus? Oh, keiner will alleine sein. Keiner soll den anderen meiden. Wir wollen miteinander sein. Wann endlich kommen wir uns wieder näher, näher? Keiner will alleine sein. Herzlichen Glückwunsch zum 40-jährigen Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch, Pur. Dankeschön. Wow. Dankeschön. Schön, dass ihr bei uns seid, Hartmut. Und wir alle gemeinsam träumen natürlich mit euch von der Zeit, in der wir uns dann hoffentlich alle wieder umarmen können und dürfen. Derzeit ist es noch nicht möglich. Aber zumindest können wir mit Millionen Fernsehzuschauerinnen und Zuschauern heute euer großes Jubiläum feiern. Und das Schöne ist, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer konnten auch Fragen für euch zuschicken. Unser Feste TV-Team hat sie ausgewählt und Beatrice, die sich in Windeseile wieder verwandelt hat, wird sie jetzt gemeinsam mit mir stellen. Hartmut, du bist bereit? Ich bin bereit. Also erstmal ein großes Kompliment zu diesem Song. Ich habe hinter der Bühne ein kleines Tränchen verdrückt, weil es so emotional und schön ist. Also vielen Dank. Ja, das mit wirklich. Dem Abstand ist halt einfach. Ja, wirklich. Und die Frage ist, und die passt so gut, weil das ein großartiger Text war, den wir gerade gehört haben, aber wie lautet eigentlich der irrsinnigste, unsinnigste Text, der dir jemals eingefallen ist? Da waren schon einige dabei. Ach, wirklich? Ne, aber man macht sich selbst über sowas ab und zu Gedanken und in der Tat ist ein ganz altes Lied bei mir da immer die Nummer eins. Da ist eine Zeile, ich glaube, das beginnt sogar mit der Zeile, enthülle deinen Venusleib. Oh, und, wow. Und ich war damals spätpubertär romantisch und heute würde ich vermutlich sagen, hey, zieh dich aus. Oh, wow. Hier fragt noch jemand, habt ihr schon einmal um dieselbe Frau gekämpft? Das ist das große Geheimnis, glaube ich, warum wir uns nach so vielen Jahren immer noch so gut verstehen. Das gab's nie. Also die letzte Frage muss natürlich lauten, habt ihr uns denn zu eurem großen Jubiläum auch eure großen Hits mitgebracht? Natürlich, es gibt eine ganz neue Version von einem Megamix 3.0 2020, haben wir den getauft. Und da sind einige Stücke noch mit dabei, die wir aus der Kiste rausgeholt haben und entstaubt. Und ich hoffe, das gefällt. Dann werden wir aber bestimmt auch den Verstand, für den Eintritt brauchen wir da den Verstand weggeben? Ich glaube, da müssen wir den Verstand, ich liebe es, den Verstand beiseite legen. Wegzulegen. Abstand zum Verstand halten. Dann sage ich einfach, wir reisen gemeinsam ins Abenteuerland mit dem ganz neuen Megamix 3.0 2020 von Pur. Komm mit mir ins Abenteuerland, auf deine eigene Reise. Komm mit mir ins Abenteuerland, der Eintritt kostet den Verstand. Komm mit mir ins Abenteuerland und tu's auf deine Weise. Deine Fantasie.
Schön, ja? Großartig. Ja, vor ebenfalls 40 Jahren begann eine große Schlagerkarriere als Maria Stella Simon Gorgoraglione. Oh, das klingt aber gut, wie du das sagst. Danke. Gorgoraglione. Gorgoraglione, ja. Als Maria Stella einen Plattenvertrag für ihren Sohn unterschrieben hat. Für Nino De Angelo. Und er hat uns heute sein ganz neues Werk mitgebracht. Gesegnet und verflucht. Wie oft stand ich schon allein im Regen? Heute weiß ich nur, so ist das Leben. Wenn du oben bist, ist alles einfach. Wenn's nach unten geht, bezahlst du dreifach. Für die Lügen, die du lebst, für die Wahrheit, die du drehst. Du wirst spüren, wie die Schuld dich zerfrisst. Für die Fehler, die du machst, für die Worte, die du sagst. Du wirst spüren, wie es ist, wenn dich niemand mehr vermisst. Gesegnet und verflucht, gefunden und gesucht, in Flammen und erfroren. Gewonnen und verloren, durch Ebbe und durch Flut, aus Asche und aus Blut, in Ruhe und im Sturm, bin ich wieder geboren, hab's tausendmal versucht. Gesegnet und verflucht, wenn du dich nicht liebst, wirst du nie lieben. Wenn du dich betrügst, wirst du betrügen. Willst du unbedingt hoch zu den Sternen, wird der Himmel sich von dir entfernen. Und verlier nie dein Gesicht, glaube mir, es lohnt sich nicht. Wenn du tust, was du nicht fühlst, dein Herz verspielst. Gesegnet und verflucht, gefunden und gesucht, in Flammen und erfroren, gewonnen und verloren, durch Ebbe und durch Flut, aus Asche und aus Blut, in Ruhe und im Sturm, bin ich wieder geboren, hab's tausendmal versucht. Gesegnet und verflucht, leb dein Leben jeden Tag. Lebe so, wie du es magst, leb für jemanden, den du liebst, für den du immer alles gibst, leb, als wär's dein letzter Tag. Gesegnet und verflucht, gefunden und gesucht, in Flammen und erfroren, gewonnen und verloren, durch Ebbe und durch Flut, aus Asche und aus Blut, in Ruhe und im Sturm, bin ich wieder geboren, hab's tausendmal versucht. Gesegnet und verflucht. Herzlichen Glückwunsch zum 40-jährigen Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch, Nino De Angelo. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Wow. Nino, endlich hast du wieder Lust auf neue Songs und auf ein neues Album. Sag mal, wie kam es dazu? Ja, also natürlich durch die Zeit, die wir alle durch müssen momentan, war ich ja gezwungen, irgendwo mich zu beschäftigen. Ja. Ja, und ich bin dann so tief in mich gegangen, dass ich dann irgendwann entschlossen habe,
ein neues Album aufzunehmen. Also 12 neue Songs geschrieben, getextet, Songs entwickelt. Und ja, dazu kam natürlich, dass ich einen super neuen Produzenten gefunden habe, der aus einer ganz anderen Richtung kommt, nämlich aus dem Metal-Bereich. Und mit dem zusammen, das war halt so eine... Also normal, wenn man vorher drüber gesprochen hätte, hätte man gesagt, nee, das funktioniert nicht, aber es hat funktioniert. Und wie? Und es ist ganz toll, es ist was Neues und das hatte ich auch angekündigt, das habe ich mir so vorgestellt, aber dass es dann letztendlich doch so wird, sehr schön. Da bin ich sehr gesegnet. Vielen Dank, Dino, dass du dein Jubiläum heute mit uns feierst und wir dürfen jetzt eine Künstlerin begrüßen, die noch ein bisschen länger als du auf der Bühne stehst. Vor 50 Jahren hat sie ihre erste Platte veröffentlicht. Ja, ja, und am 6. Oktober 1970 war sie dann mit ihrem allerersten Hit in der Sendung Saarbrücker Bilderbogen zu Gast. Wir schauen da mal kurz rein. Mr. Pomegranate, weißt du, wie ich leide? Ohne Wort von dir bin ich einsam. Mr. Pomegranate, mach mir doch die Freude, denk doch bitte auch einmal an mich. Wow. Ja, 5 Jahrzehnte später hat sie in diesem Jahr Platz 1 der Charts mit ihrem aktuellen Album erobert. Und das Erfolgsgeheimnis 2020 lautet: Rosenberg singt wieder Rosenberg. Ja. Herzlichen Glückwunsch zum 50-jährigen Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch, Marianne Rosenberg. Dankeschön. Wow, Marianne, du siehst fantastisch aus. Was für ein Kleid. Ja. Wow. Du kannst es gerne mal anziehen und eine Runde daran drehen. Ich werde es nach der Show vielleicht anprobieren. Liebe Marianne, sag mal, bist du denn bereit? Und möchtest du dich auch den neugierigen Fragen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer stellen? Ja, sehr gerne. Dann würde ich sagen, Beatrice, wir steigen mal ein. Würdest du gerne manchmal mit deinem Hund tauschen? Oha. Oh, mein Hund hier. Also wenn der so im Studio liegt, unter dem Mischpult und so faul ist und schläft, dann würde ich manchmal schon gerne tauschen mit ihm. Hier fragt jemand, wie kann man denn deinen Tag retten? Mit Liebe. Mhm. Mein Album Im Namen der Liebe, das habe ich auf meine Fahne geschrieben und gerade, weil in Social Media, da gehen wir nicht immer gut miteinander um und das ist, was ich mir sehr, sehr wünsche, dass wir liebevoller miteinander umgehen und damit kann man meinen Tag retten. Sehr schön. Die Botschafterin der Liebe, das ist so schön. Absolut. Und jetzt wollen die Leute noch wissen, welches ist deine Lieblingsjahreszeit? Der Herbst. Und warum? Wegen der Farben, perfekt, wegen der Temperatur. Ich liebe den Herbst. Ja, und wir lieben es, dass du jetzt im Herbst hier bei uns bist. Ja, aber eine Frage haben wir noch. Wie kam dir die Idee zur Fortsetzung von Marleen? Eigentlich durch die Jubiläumsedition, die ich für Im Namen der Liebe aufgenommen habe. Und da möchte man ja dann auch immer etwas anders machen, als es vorher war. Mhm. Und da hatte ich diese Idee mit der Fortsetzung. Wie ist die Geschichte ausgegangen? Och. Ja, hat diese Gazelle den Mann bekommen oder die kleine Schüchterne? Ja, das ist doch wunderbar, dass wir heute dann endlich die Geschichte erzählt bekommen von dir. Wir freuen uns nämlich jetzt auf diese wunderbare Fortsetzung. TV-Premiere auf der großen Eurovisions-Showbühne. Marleen, ein halbes Leben. Ja, vor 35 Jahren gewann dieser kleine Junge mit 5 Jahren den Wettbewerb Jugend musiziert. Im vergangenen Monat hat er seinen 40. Geburtstag gefeiert und heute feiert er mit uns. Herzlich willkommen, David Garrett!
30-jährigen Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch, David Garrett. Wow, wow, wow. Mein Gott, lieber David, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer haben dir natürlich nicht nur ganz, ganz viele Glückwünsche geschickt, oh ja, sondern auch viele, viele neugierige Fragen. Und ich würde versuchen, wir legen gleich mal los, oder? Ja. Leg los. Die Fragen, willst du deine Haare irgendwann mal abschneiden? Ich würde sagen, wenn die Haare anfangen auszufallen, dann ist es soweit und dann werden die auch abgeschnitten. Oh, ich glaube, das sieht furchtbar aus, wenn man irgendwie nur so ein paar Fusel da oben hat. Dann lieber irgendwie die Murmel rasieren. Aber bis dahin dürfen wir dich genießen, den langen Haaren. Bis dahin hoffentlich noch ein paar gute Jahre. Ja, auf jeden Fall. Das denke ich mir. Hier fragt jemand, David, bist du ein Romantiker? Absolut. Absolut. Für mich gehört Romantik mit ins Leben, sonst wäre ich auch kein Musiker. Für mich ist das Herz schon ganz, ganz wichtig, mit Beziehungen, mit Familie und mit Freunden. Das ist fast schon das Wichtigste. Sehr schön. Also, lieber David, vielen Dank, dass du dein Jubiläum mit uns hier feierst. War mir eine große Ehre, hier dabei zu sein. Dankeschön. Uns freut es. Und ich würde vorschlagen, herzlichen Glückwunsch zum 50-jährigen Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch, Howard Carpendale. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch, Howard. Aber wenn du mir vor 50 Jahren, aber da warst du noch gar nicht da. Da war ich noch nicht auf der Welt, nein. Also wenn jemand mir damals gesagt hätte, diesen Titel singst du noch mit dem Royal Philharmonic Orchestra, habe ich gesagt, nie im Leben. Das kann nicht sein. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Du hast diesen auch, Hit, den du eben vor 50 Jahren, mit dem alles angefangen hat, jetzt nochmal ganz neu aufgenommen für dein neues Album. Aber sag mal, hättest du damals dir vorstellen können, dass du auch 50 Jahre später noch immer so erfolgreich auf der Bühne stehst? Nein, da denkt keiner dran. Ich meine, ich hatte schon vor, irgendwann mal zu wechseln, mehr von Single-Hits zu Album und zu Konzerte. Und das ist über die Jahre gelungen. Ich kann mich nur dafür bedanken, dass ich so lange dabei sein dürfte. Es hat viel Spaß gemacht. Und weißt du, Howard, das Schöne ist, deine Erfolgsgeschichte, die geht ja immer weiter und weiter. Denn deine Plattenfirma möchte dich jetzt mit Gold überraschen. Ui. Für dein Album Sinfonie meines Lebens. Schau mal. Herzlichen Glückwunsch, Howard Carpendale. Freut mich sehr. Das ist, es ist natürlich, wir leben in einer ganz anderen Zeit. Und Gold ist also heutzutage wirklich selten. Und ich freue mich sehr darüber, klar. Du kannst dich also auch nach all den Erfolgen, die du ja schon feiern durftest, über solche Auszeichnungen nach wie vor freuen, oder? Ja klar, besonders Auszeichnungen, die irgendwo indirekt vom Publikum kommen. Mhm. Das sind die Auszeichnungen, die wirklich am meisten Spaß machen. Lieber Howard, wir freuen uns jetzt sehr, dass wir ein weiteres Kapitel, ein neues Kapitel deiner so großen Erfolgsgeschichte hier öffnen dürfen. Und wir freuen uns auf die großen Hits deines neuen Fortsetzungsalbums Sinfonie meines Lebens 2. Howard Carpendale. Wenn du glaubst, du verschwendest dein Leben mit mir, dann geh doch. Und was gestern noch war, zählt heut nicht mehr bei dir, dann geh doch. Wenn du glaubst, dass die Zeit für dich sinnlos verstreicht und ein Morgen, der dämmert, dem anderen gleicht, und der Sinn meiner Worte dich nicht mehr erreicht, dann geh doch. Geh doch, ich sage dir, geh doch. Unser Schweigen allein kann die Antwort nicht sein, versteh mich doch. Was du irgendwie muss ich fast kaum dir ertragen. Geh doch,
was werden. Da ist was Echtes, Tiefes drin. Das ist nicht nur so für ein paar Tage und für ein paar Nächte ohne Sinn. Da spielt sich nichts im Kopf ab. Da wird nur Liebe pur gespürt. Mit uns ist es was wirklich Großes, ist mir lang nicht mehr passiert. Endlich mal mit viel, viel Herz. Endlich mal mit viel, viel Herz. Danke, Howard. Ja, dieser kleine Junge hier wurde bereits vor 20 Jahren entdeckt, als er in einem Einkaufszentrum ein Lied von Helmut Lotti gesungen hat. War damals so, dass ich mit meiner Mama durch ein Center gelaufen bin und habe einfach so vor mich hingesungen. Da war ich 6 Jahre alt. Und da kam eine Dame auf mich drauf zu und sagte, du hast so eine schöne Stimme. Da kam meine Mutter schon so von der Seite und fragte die Frau, kann ich Ihnen helfen? Ja, Ihr Sohn, der hat eine super Stimme, das hört sich ja richtig toll an. Wir haben ein eigenes Tonstudio, möchten Sie nicht mal mitkommen mit dem Kleinen, vielleicht was aufnehmen? Und meine Mutter hat dann halt gesagt, ja, wir haben keine Zeit, wir müssen jetzt auch weiter. Vielleicht war das damals eine verpasste Chance, aber so konnte ich erstmal mit meiner Familie, mit unserem Zirkus groß werden, erwachsen werden, ganz, ganz viel lernen. Und jetzt bin ich bereit. Ja, hätte meine Mama damals anders entschieden, dann würde ich vielleicht heute auch schon 20 Jahre auf der Bühne stehen. 20 Jahre später konnte ihn niemand mehr aufhalten. In diesem Jahr hat er es bis nach ganz oben geschafft. Sogar bis auf Platz 1 der Singlecharts. Herzlich willkommen, Ramon Roselli. Frei sein, allein sein, was konnte ich da schon tun? Ich hab gekämpft, gekämpft um mein Glück. Hab oft verloren, geschworen, ich will dich doch nur zurück. Trotz Narben im Herz, ich geb dich nicht an. Ich will jeden Tag unendlich, ich will jeden Tag mit dir. Ich will dich hundertprozentig, gib mein Leben gern dafür. Ich will jeden Tag und jede Nacht die Unendlichkeit mit dir. Will dich jeden Tag verspüren, hab Angst. Wird gesprochen, gebrochen, sag mir, ja, was dann? Die
mir wurde klar, falsche Freunde sind schlecht. Sie wollen nur spielen, Gefühle sind oft nicht echt. Ich steh zu dir, komm, vertraue mir. Herzlich willkommen, Ramon. Schön, dass du bei uns bist. Hallo, Ramon. Weißt danke, du, dass ich hier sein darf. Hallo zusammen. Du hast innerhalb kürzester Zeit ganz, ganz viele Fans gewonnen und quasi ersungen. Und das merkt man auch daran, dass unser Feste TV-Team ganz, ganz viele Fragen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer für dich ausgewählt haben. Beatrice, was haben wir denn heute für den Ramon? Guck mal, wie er schon guckt. Hast du Angst vor Fragen? Nein. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Aber ich habe sie nicht ausgesucht. Das Publikum hat die geschickt und sie haben es dann ausgesucht. Und sie fragen, bekommst du viele Liebesbriefe? Liebesbriefe? Ja. Ja. Ja, der ein oder andere wird schon dabei sein. Aber sonst hält sich in Grenzen. Hält sich noch in Grenzen, ja. Aber mal ab und zu wieder einen schreiben, ich glaube, das ist, freut man sich. Wohnst du denn wirklich mit deiner Freundin im Wohnwagen, fragte jemand. Die ganze Familie wohnt im Wohnwagen. Schon seit 26 Jahren und das wird auch so bleiben. So, aber jetzt würde ich sagen, ihr Lieben, ist es endlich soweit. Wir feiern gemeinsam mit der gesamten singenden Reimfamilie das große Jubiläum von Matthias Reim. Aber vorher schenkt er uns noch ein bisschen Hoffnung für den nächsten Sommer. Genau. Der Kellner sagte, okay, ein letztes Bier. Dann machen wir hier dicht, das war's für dies Jahr hier. Noch vor ein paar Wochen, du und ich, Tisch Nummer 4. Der Sommer ist vorüber und ich spüre, dass ich friere. Ich sehe dich noch vor mir, dein Gesicht. Ich höre noch die Musik im Abendlicht. Ich zieh die Jacke an und mach mich auf den Weg nach aus. Der Wind weht heute Nacht kälter, doch ich freu mich jetzt schon drauf. Nächsten Sommer ziehen wir uns wieder. Dann feiern wir zusammen all die alten Lieder. Nächsten Sommer, ich bin dabei. Da sehen wir uns wieder, das wird unsere Zeit. Da sehen wir uns wieder, das wird unsere Zeit. Erst fallen braune Blätter und bald der erste Schnee. Zum Glück gibt es ja Handys und WhatsApp auch okay. Du bist
jetzt weit im Norden und auch im Süden wird es still. Ein Winter voller Sehnsucht, du bist alles, was ich will. Nächsten Sommer sehen wir uns wieder und dann feiern wir zusammen all die alten Lieder. Nächsten Sommer. Sehen wir uns wieder, das wird unsere Zeit. Nächsten Sommer sehen wir uns wieder. Und dann feiern wir zusammen all die alten Lieder. Nächsten Sommer, ich bin dabei. Da sehen wir uns wieder, das wird unsere Zeit. Nächsten Sommer. Das wird unsere Zeit. Da sehen wir uns wieder. Das wird unsere Zeit. Herzlich willkommen hier bei uns, Matthias Reim. Dankeschön. Matthias, sag mal, wie und wann ist dieser Titel entstanden? Ja, zuerst kam ja die Absage unserer XXL-Tour Teil 2. Ja. Und ich stellte fest, ich werde ganz viel Zeit haben. Mhm. Und ich war gerade dabei, mir ein neues Haus mit Studios einzurichten. Ja. Und hatte natürlich auch die Zeit. Dann wurde mir langsam auch klar, dass auch im Sommer und im Herbst nichts mehr passieren würde. Und dann habe ich gedacht, okay, nutz die Zeit und schreib Songs. Und bei mir ist es immer so, bei mir fließt das, was ich denke und fühle, das fließt in die Songs mit ein. Und der erste Song, der in diesem, an diesem wunderschönen Ort, in dieser furchtbar stillen Zeit entstanden ist, war der Song Nächsten Sommer sehen wir uns wieder, weil das war etwas, was mich einfach massiv beschäftigt hat. Und ich hoffe und bete, dass es genau so sein wird. Das hoffen wir alle. Lieber Matthias, ich habe jetzt hier noch ein paar Karten in der Hand. Allerdings sind das keine Zuschauerfragen, sondern es sind die wichtigsten Fakten zu deinem Jahrhundert-Hit, der ja in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert. Und das Team der GfK Entertainment unter der Leitung von Dr. Matthias Gilot hat ermittelt. Verdammt, ich lieb dich war nicht nur der erfolgreichste Song des Jahres 1990 in Deutschland. Mit 23 Wochen stand Verdammt, ich lieb dich in den 90er Jahren häufiger in den Top 10 der offiziellen deutschen Charts als jeder andere deutschsprachige Sänger. Als jeder andere deutschsprachige Sänger. Wow. Wahnsinn. Aber es geht weiter. Kein deutschsprachiger Song war häufiger auf Platz 1 der offiziellen deutschen Singlecharts platziert als Verdammt, ich lieb dich. 16 Wochen lang stand er an der Spitze. Aber nicht nur in Deutschland wurde die Top-Position erreicht, sondern auch in den Niederlanden, in Belgien, in Österreich und in der Schweiz. Genau. Da kann man einfach nur noch sagen, herzlichen Glückwunsch zu diesem Jahrhundert-Hit-Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch, Matthias Reim! Zieh durch die Straßen bis nach Mitternacht. Hab das früher auch gern gemacht. Dich brauch ich dafür nicht. Ich sitz am Tresen, trinke noch ein Bier. Früher waren wir oft gemeinsam hier. Das macht mir
nie nichts. Gegenüber sitzt ein Typ wie ein Bär. Ich stell mir vor, wenn das dein Neuer wär, das juckt mich überhaupt nicht. Auf einmal packt's mich, geh auf ihn zu und mach ihn an, was meine Frau in Ruhe. Er fragt nur, hast du'n Stich? Und ich denke schon wieder nur an dich. Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. So langsam fällt mir alles wieder ein. Ich wollte doch nur ein bisschen freier sein. Jetzt bin ich's oder nicht. Ich passe nicht in deine heile Welt. Doch die und du ist was mir zu viel. Ich glaub das einfach nicht. Gegenüber steht ein Telefon. Es lacht mich ständig ab, voll ohne. Es klingelt, klingelt aber nicht. Zu viel geraucht, das ist es, was ein Mann so braucht. Doch niemand, niemand sagt drauf. Und ich denke schon wieder nur an dich. Verdammt, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Verdammt, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich nicht, ich will dich nicht verlieren. Oh, 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 oh. Verdammt, ich lieb dich. Verdammt, ich brauch dich. Verdammt, ich will. Verdammt, ich lieb dich. Verdammt, ich brauch dich. Verdammt, ich will dich. Ich will dich nicht verlieren. Gratulieren. Herzlichen Glückwunsch zum 30-jährigen Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch, Matthias Reim. Danke an euch alle. Danke an dich, Flori. Danke dir, Beatrice. Danke ich möchte mich an dieser Stelle natürlich auch ganz, ganz herzlich bedanken beim gesamten Team der Feste-Shows, bei den Jungs und Mädels hinter der Bühne, vor und auf der Bühne. Es hat Spaß gemacht. Ein großes Dankeschön an unsere fantastischen TV-Star-Tänzerinnen und Tänzer.
Und liebe Beatrice, es hat so viel Freude gemacht. Vielen Dank, immer wieder gerne. Dankeschön. Dankeschön. Ja, und der größte Dank geht natürlich an Sie zu Hause. Danke, dass Sie uns heute Abend wieder in Ihre Wohnzimmer gelassen haben. Wenn Sie mögen, dann können wir uns schon bald wiedersehen. Am Vorabend zum ersten Advent präsentieren wir traditionell das Adventsfest der 100.000 Lichter. Bis dahin, tun Sie mir bitte einen Gefallen. Gerade jetzt in dieser Zeit, bleiben oder werden Sie gesund. Servus, Ihr Florian Silbereisen. Ich lieb dich nicht, verdammt, ich brauch dich.